Willkommen bei Formel 1. So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen, der Kalle für euch am Mikrofon zu einem ganz kurzen angezockt, angespielt, mal reingeschaut ins Spiel hier auf dem Konsolengrill-Kanal von mir, vom Kalle. Und zwar geht es um Formel 1 2016. Da möchte ich ganz kurz ein paar Worte vorausschicken. Ich habe früher sehr, sehr oft Formel 1 gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe unter anderem angefangen, das Ganze 1997. Das war so mein allererstes Spiel, erinnere ich mich noch dran, mein allererstes Game auf der PlayStation 1. Formel 1 1997. Und das habe ich gespielt wie blöde. Und es hat richtig Laune gemacht damals. Und das war auch so die Zeit, in der ich mich echt richtig heftig für die Formel 1 interessiert habe, was die Technik dahinter betrifft und. Das ging so bis ins Jahr 2002, 2003. Danach, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich mit der Formel 1 dann nicht mehr so wirklich befasst, weil es mir einfach persönlich zu langweilig geworden ist. Die ganzen Regeländerungen, die kamen in den ganzen Saisons, die haben für mich die Formel 1 wirklich unattraktiv und auch langweilig gemacht. Ich habe mir auch die vergangenen Spiele dann immer mal angeschaut, habe es auch ab und zu gedattelt. Formel 1 2015 dann für mich eine ganz große Enttäuschung. Das habe ich mir dann gar nicht mehr gekauft, das hatte ich mir dann ausgeliehen. Und auch aus diesem Grund habe ich mir Formel 1 2016 jetzt erstmal nur geliehen, um einfach mal reinzuschnuppern, um zu gucken, kaufe ich mir das Game, kaufe ich es mir nicht. Bisher muss ich wirklich sagen, so ein kleines Resümee vorab, ich bin echt begeistert. Muss ich wirklich sagen, momentan, aktuell bin ich echt begeistert. Mal wieder ein richtig schönes Racing-Game zum Thema Formel 1, was wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Und deswegen möchte ich auch hier so ein ganz kleines Review geben. Das Review ist in erster Linie, soll für die Mitglieder des Konsolengrill-Forums sein, natürlich auch für alle anderen Leute. An dieser Stelle mal der Hinweis, wenn ihr noch nicht im Forum wart, einfach mal reinklickern. Gibt es viele nette Leute und wir freuen uns immer, wenn wir da den einen oder anderen sehen. In Ordnung. Wie gesagt, wir gucken einfach mal kurz rein, ein bisschen ins Spiel. Ich drücke hier mal die Optionstaste und dann gucken wir uns einfach mal jedes Game an. Wir starten hier mit der Karriere. Wir haben hier die Meisterschaftssaison, tritt gegen die großen Namen der Formel 1 an, um Weltmeister zu werden. Dann haben wir hier den Schnellstart. Mehr Spieler gibt es auch, es gibt einen Multiplayer. Ob es jetzt eine ganze Saison Multiplayer oder hier steht ja individuelle Saison, muss ich ehrlich sagen, ich habe jetzt das Spiel in diesen Punkten auch noch nicht so wirklich angeguckt. Ich habe jetzt mal ein bisschen in die Karriere reingedaddelt, weil ich mir das Spiel auch geliehen habe, um einfach mal zu sehen, ob die Karriere was für mich ist. Und ich kann gleich vorweg nochmal sagen, also wenn jemand auf Karrieremodus steht bei Formel 1, absolut von mir eine klare Kaufempfehlung, ist sehr, sehr nice. Wir gucken dann auch gleich nochmal rein. Ich werde euch dann so ein paar Videoschnipsel von Rennen, von verschiedenen Sachen, die man machen kann, mit reinbauen in dieses Review. Dann haben wir hier noch Zeitfahren, ja, und die Karriere. In der Karriere bin ich schon so weit fortgeschritten. Wir können hier einmal wählen die Profikarriere. Da haben wir dann die Möglichkeit, dass wir gar nichts einstellen können. Also wir fahren dann, glaube ich, volle Renndistanz und haben auch keine Möglichkeit, die KI runterzuschrauben oder irgendwelche Fahrhilfen einzustellen. Bei der normalen Karriere, ihr seht schon, bin ich hier in der ersten Saison in Bahrain aktuell beim dritten Training. Da kann man sich die Sachen einfach zurechtschrauben. Ganz kurz vorweg zu meinen Einstellungen. Ich fahre hier mit dem Gamepad. Ich habe kein Lenkrad zur Verfügung. Muss ich mir jetzt auch nicht unbedingt holen. So oft spiele ich keine Racing Games, als dass es sich für mich lohnen würde. Deswegen fahre ich hier mit dem Gamepad. Habe auch sehr, sehr viele Fahrhilfen an. Das muss ich auch dazu sagen. Sowas wie Traktionskontrolle ist bei mir voll an und. Ist einfach dem geschuldet, da ich jetzt hier kein Crack bin, was Racing Games angeht, sondern einfach mal aus Spaß für mich dahin fahre. Und deswegen sind bei mir auch die Fahrhilfen entsprechend an. So, ich würde einfach mal sagen, um ein kleines bisschen einen Einblick ins Spiel zu bekommen, gucken wir hier mal in die Meisterschaftssaison rein. Wir haben hier ein komplettes Wochenende. Ihr seht schon, da gibt es dann die Trainingssaison lang, 90 Minuten, ein komplettes Qualifying und die 100% Renndistanz. Das beinhaltet hier das komplette Rennwochenende. Man kann das Ganze auch anpassen. Wenn wir hier auf Anpassen gehen, komplettes Training, Einzelsession, wir können uns das raussuchen, ob wir jetzt drei komplette Trainings fahren wollen und auch in welcher Zeit, ob wir die 90 Minuten, 90 Minuten, 60 Minuten fahren wollen oder dann doch eher kurz, 30, 30, 30 oder eben Mittel. Dann haben wir hier kurzes Qualifying, ein komplettes Qualifying. Unter kurzem Qualifying nehme ich mal an, dass es einfach nur eine Session gibt beim Qualifying, nicht so wie es aktuell ja bei der Formel 1 ist mit drei Sessions. Und dann können wir uns hier auch die Renndistanz einstellen, das geht runter bis drei Runden, fünf Runden, 25% der Renndistanz, 50% der Renndistanz oder die vollen 100.
das können wir hier einstellen oder wir wählen direkt ein kurzes Rennwochenende. Da haben wir eine Trainingssession dabei, ein Blitzqualifying und eine Renndistanz über 25%. Auswählen können wir natürlich hierbei, wenn wir jetzt einfach mal hier reinspringen in ein kurzes Wochenende. Den KI-Schwierigkeitsgrad, Schwer, Experte, Legende, Ultimativ ist dann das härteste, was es hier gibt. Und es fängt natürlich auch an für sehr einfach, für Gelegenheitsrennfahrer. Ich fahre aktuell in meiner Karriere, die ich offscreen spiele, auf Experte und bin damit auch sehr zufrieden. Also das ist so das, was ich natürlich mit Fahrhilfen so auf die Kette bekomme. Ich würde einfach mal sagen, wir stellen jetzt hier einfach mal schwer ein. Es geht ja einfach nur darum, um es euch zu zeigen. Und dann kommen wir hier auch zur Teamauswahl. Wir können natürlich unter den ganzen aktuellen Formel 1 Teams wählen. Toro Rosso ist dabei, Sauber ist dabei, McLaren Honda, Manor Racing und Haas F1 Team. Das neue Team ist natürlich auch mit am Start. So, wenn wir jetzt einfach mal Mercedes auswählen, können wir uns dann natürlich hier den Fahrer wählen, mit dem wir gerne fahren würden. Das können wir bei jedem Team machen und können dann ins Rennen reinspringen, beziehungsweise in das komplette Wochenende. Können uns dann noch aussuchen, wo wir fahren möchten, welche Strecke natürlich und so weiter. So, das hierzu. Und genauso läuft es eben auch in der Karriere. Man sucht sich das aus. Der einzige Unterschied dazu ist eben, dass man einen eigenen Charakter erstellt und mit dem dann bis zu 10 Saisons in der Formel 1, im Formel 1-Zirkus durchspielen kann. Zeitfahren können wir mal kurz reinschauen. Hier seht ihr es, wir können einstellen nass oder trocken und können uns die einzelnen Strecken hier raussuchen. Es ist natürlich der aktuelle Rennkalender des Jahres 2016 in der Formel 1. Da ist auch Aserbaidschan mit drin, es ist Österreich mit drin. Natürlich der Hockenheimring mit drin, Singapur, Malaysia. Für die Leute, die sich mit Formel 1 beschäftigen oder es auch regelmäßig gucken, wird es natürlich was sagen. Das Autodromo José Carlos Pace in und das wollte ich euch eben auch noch zeigen. Es kommt dann gleich, wenn man drauf bleibt, kommt gleich eine Einführung über die Strecke. Ihr müsst einfach ein bisschen draufbleiben, dann fängt es auch an. Und hier könnt ihr euch eben die Strecken raussuchen und könnt dann ein Zeitfahren veranstalten. Mehr Spieler brauche ich, glaube ich, nicht zu erläutern. Es gibt vorgegebene Events oder man kann auch eine eigene erstellen, kann dann Freunde einladen und kann mit denen natürlich dann über die Piste heizen. Und dann haben wir noch den Schnellstart für alle, die jetzt nicht groß was einstellen wollen, einfach reinspringen wollen. Ist der Schnellstart da? Ich würde sagen, den wählen wir jetzt auch einfach mal, um euch ein kleines bisschen Gameplay zu zeigen. Die nehmen wir mal und wir fahren mal mit Toro Rosso. Na, was nehme ich denn jetzt auf die Schnelle? Wir nehmen mal Manor. Ich bin immer so ein Freund von kleinen Teams. Wir nehmen Pascal Wehrlein. Es gibt keine Trainingsart. Brauchen wir jetzt auch, glaube ich, nicht machen. Obwohl, komm, wir stellen mal ein. Können wir ja dann überspringen. Um euch das einfach mal zu zeigen. Wenn ich jetzt hier komplettes Training nehme, haben wir 3 Trainingseinheiten über 30 Minuten. Das brauchen wir jetzt nicht alles. Ich nehme eine Einzelsession für 30 Minuten, um euch einfach das mal zu zeigen. Wir lassen mal das Qualifying weg und gehen dann mal direkt in den Rennen, einfach um euch da die Details zu zeigen. Und hier können wir natürlich noch die Renneinstellungen ändern, KI-Stufe, Mittel, Rückblenden können wir einschalten, die Parfumé-Regeln, ob die gelten sollen. Autoschaden habe ich auf Simulation, die Stränge für Schneiden von Kurven, regulär, streng. Also hier habt ihr wirklich alle Möglichkeiten, um euch das entsprechend einzustellen, wie ihr eure Vorlieben sind. Ihr seht es hier, ich habe hier den Bremsassistenten habe ich aus. So, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Sorry. Dann habe ich hier Anti-Blockiersystem ist an, Direktionskontrolle ist komplett. Wie gesagt, für mich, die dynamische Ideallinie habe ich natürlich aus. Aber für mich, ich fahre auch mit Automatikgetriebe. Wie gesagt, für mich völlig ausreichend. Und aber ihr seht hier, ihr könnt es euch einstellen, wie ihr es wollt. So, und dann haben wir hier natürlich noch unser Wetter, was wir anpassen können. Von bedeckt über leichter Regen, über starker Regen können wir hier alles machen. Wir lassen natürlich dynamisch Wetter können wir auch noch anpassen, wenn wir hier schauen. Wir können was dazu nehmen, wir können es aber auch einfach Zufallauswahl lassen, so habe ich es gerne eingestellt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir starten einfach mal rein und gucken uns das Ganze mal an. Und ich erwähne dann noch ein paar Neuheiten, die dabei sind, zeige euch das ein bisschen und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr das Spiel kaufen wollt oder nicht. Wer
Willkommen in Melbourne. Das Training für den großen Preis von Australien dieses Wochenende fängt gleich an. Die Vorbesprechungen sind vorbei. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Fahrer zeigen, was sie drauf haben. Natürlich liegt der Fokus hauptsächlich auf den Fahrern. Aber es ist sehr wichtig, dass auch die Mechaniker alles hinbekommen, da schon der kleinste Fehler das Team und seine Fahrer ein gutes Rennresultat kosten können. Diese Typen sind so akribisch. Sie trainieren dauernd all ihre Abläufe und perfektionieren sie. Denk ja nicht, dass sie nicht genauso unter Druck stehen wie die Fahrer. Derzeit ist das ganze Team sehr angespannt. So viel dazu. Es gibt also vor jedem Rennen eine kleine Info von den beiden Kommentatoren. Die Formel-1-Kenner kennen natürlich auch Heiko Wasser und auch Römer. Die sind bekannt. So, und so sieht es dann aus, wenn wir dann schlussendlich in unserem Cockpit sitzen. Wir haben hier zum einen die Informationen zu verschiedenen Sessions. Wir können uns hier die Zeiten anschauen, die gefahren werden. Wir haben hier auch Live-Übertragungen zu den verschiedenen Fahrern, wenn sie auf der Strecke sind. Mit denen können wir dann mitfahren und wir können hier die Session beenden oder zum Rennen direkt springen, weil wir ja auch kein Qualifying haben. Wenn ihr hier natürlich dann noch andere Sachen eingestellt habt, könnt ihr von Training zu Training springen, beziehungsweise auch zum Qualifying, überhaupt gar kein Thema. Ansonsten gibt es noch zu sagen, ihr könnt hier, wenn ihr dann in der Karriere spielt, habt ihr auch verschiedene Vorgaben des Teams, die ihr zu erfüllen habt. Das wird euch dann hier in dem Bildschirm angezeigt. Das ist allerdings, wie gesagt, in der Karriere, wenn ihr die dann spielt. Einfach, finde ich persönlich, jetzt eine sehr coole Erneuerung. So, ihr hört auch schon den Boxenfunk. Finde ich persönlich eine sehr, sehr coole Sache, dass man dann gewisse Aufgaben erledigen muss im Training, um einfach das Auto zu verbessern und so weiter. Finde ich richtig cool. Es ist dann nicht mehr nur so ein stures Rumfahren, Strecke kennenlernen, sondern man kann nebenbei natürlich auch noch Aufgaben erfüllen, kann die erledigen und hat dann somit auch noch ein bisschen was zu tun und kann dann nebenbei auch noch sein Auto verbessern. So, jetzt aber genug zu der Technik. Ihr könnt hier noch euer Setup einstellen, das ist natürlich auch wieder möglich. Ihr könnt die Reifen wählen hier, die Reifenmischung wird euch auch angezeigt, für welche Session die gedacht sind. Hier seht ihr es, empfohlen für P1, empfohlen für P1, da haben wir also die Softreifen und die Mediumreifen. Für P2 haben wir dann die Supersoftreifen, Softreifen und dann für P3 wieder die Supersoft und Medium. Und das hier sind die Reifen, die fürs Qualifying und fürs Rennen vorbehalten sind. Könnt ihr euch also alles auswählen. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Reifenmischungen. Es gibt ultraweich, es gibt superweich, es gibt weich, mittel und hart. Wie ihr es gewohnt seid aus der Formel 1. Ihr seht natürlich auch die Infos über die verschiedenen Reifen. Ihr seht, wir können auch umschalten zwischen normalen Trockenreifen und auch den Nassreifen, Intermediates oder Wet. Seht dann unten noch die Rundenzeiten. Die Rundenzeiten, die dann wahrscheinlich erreicht werden, die Lebensdauer der Reifen, die Abnutzung des aktuellen Satzes und so weiter. Also das haben sie schon sehr, sehr schick gemacht. Dann könnt ihr hier natürlich noch euer Auto einstellen. Wenn ihr dann auf Autoeinstellung anzeigen geht, könnt ihr hier individuell anpassen. Und das Ganze natürlich dann auch speichern nach euren Vorstellungen und könnt dann reinstarten. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal eine Runde und gucken uns das Ganze mal an. Und ich werde euch dann noch ein bisschen was erzählen, was mir jetzt gerade so noch einfällt. Man kann den Boxenfunk auch anpassen, also Leuten, die das jetzt zum Beispiel nervt, dass hier der Typ die ganze Zeit reinquatscht, das könnt ihr auch individuell anpassen. Das ist die Kameraeinstellung, die ich sehr gerne fahre. Werden wahrscheinlich die meisten von euch auch haben. Ansonsten gibt es noch folgende Einstellung. Es gibt noch diese hier. Ihr könnt auch die Komplettansicht wählen. Der kann ich so gar nicht fahren. Dann habt ihr ja noch ein bisschen ein Stück weiter weg. Für Leute, die so gerne fahren. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier nicht von der Strecke abfliege, während ich euch die Kameraeinstellung zeige. Dann habt ihr noch diese Einstellung hier. Da muss man sich auch mal dran gewöhnen. So, dann habt ihr die Naseneinstellung. Oder auch sehr viele Leute mit Lenkrad, die ich kenne, die fahren dann in dieser Einstellung. Ui. So, und dann habt ihr natürlich noch die Cockpit-Einstellung. Und ihr seht es auch schon an den Lenkbewegungen. Ich fahre, wie gesagt, mit dem Controller. Aber es lässt sich sehr gut fahren. Das kann ich sagen. Auch mit Controller.
für so Gelegenheitsrennfahrer, Hobbyrennfahrer, wie ich einer bin, vollkommen ausreichend und macht auch Spaß. Ihr seht die Details im Lenkrad, ihr seht, dass ja über die Spiegel alles zu sehen ist. Also es ist schon sehr, sehr schön gemacht und ich finde auch, man kann in dieser Perspektive sehr gut fahren, obwohl ich die eigentlich bei vielen, vielen Rennspielen gar nicht mag. Lieblingseinstellung ist natürlich die hier. So viel dazu. Dann gibt es noch sehr, sehr viele Neuerungen, die ich euch noch gerne zeigen würde. Und zwar, wenn ihr mal rechts unten schaut, da wo der Drehzahlmesser ist, seht ihr jetzt, wie die Anzeige kommt, dass DRS in der Nähe ist. Ihr werdet also pro Meter darauf hingeführt, dass jetzt DRS zur Verfügung steht. Aktuell habe ich es aktiviert. Geht natürlich wieder aus, sobald wir bremsen. So, dann haben wir hier verschiedene Anzeigen. Einmal habt ihr hier das Benzingemisch, was wir dann runterstellen können von Mager Standard auf Fett. Das ist ja auch schon bekannt aus anderen Formel 1 Teilen. Dann haben wir aber auch die Vorderrad-Bremskraftverteilung. Die können wir ebenfalls anpassen und das Differential können wir anpassen. Hier können wir durchschalten und können uns das individuell beim Fahren anpassen. Wenn wir dann weitergehen, sehen wir hier den Zustand des Autos. Hier werden euch Schäden angezeigt, beziehungsweise auch angezeigt die Abnutzung der Reifen, was ich sehr, sehr geil finde, dass man das jetzt alles auf einen Blick hat. Ihr seht ja die Motortemperatur, ihr seht dann auch beziehungsweise den Motorzustand und ihr seht, ob euer Fahrzeug in Ordnung ist oder ob irgendwas beschädigt ist. Noch eins weiter seht ihr dann die Temperaturen, auch ein sehr cooles Feature. Ihr seht für jeden Reifen die Temperaturanzeige und ihr seht natürlich auch die Temperaturanzeige der Bremsen. Wenn ich hier bremse, seht ihr auch, wie sie hochgeht, beziehungsweise wie sie jetzt wieder an Temperatur verlieren, sobald ich wieder auf dem Gas bin. Dann auch sehr schön gemacht, ihr seht es vielleicht ganz unten rechts im Eck. Wenn ich jetzt bremse, kommt der rote Balken. Wenn ich Gas gebe, erscheint der grüne Balken. Finde ich sehr gut gemacht, wenn man gerade ein Let's Play oder so schaut von irgendjemandem, um das Fahrverhalten desjenigen ein kleines bisschen zu beurteilen. Mit dem Controller natürlich ziemlich schwierig, weil es dann nur Vollgas oder Vollbremsen gibt. Ich kann es ja mal versuchen, wenn ich jetzt hier so ein kleines bisschen ja, gefühlvoll den Controller nutze. Seht ihr, wie hier der Balken hoch und runter geht? Kann man natürlich mit einem mit Gaspedal und mit einem Lenkrad alles viel cooler handhaben, ganz klar. So, gehen wir noch eins weiter, dann seht ihr hier das Teamziel. Man bekommt natürlich für jedem Rennen in der Karriere ein Teamziel. Ein Teamziel, was man erreichen sollte, das wird euch dann hier angezeigt. Ihr seht das Boxenstoppfenster, was das Team euch vorgibt. Ihr seht den aktuellen Benzinverbrauch und wie viele Runden ihr noch fahren könnt mit der aktuellen Einstellung, ob Fett, Mager oder Standard. So, das war dieses Menü. Auf die Details will ich jetzt gar nicht so eingehen. Wie gesagt, es soll ein Review werden und es soll nicht allzu lang werden. Von daher, ja. Wenn wir dann hier auf L1 gehen, seht ihr hier eine ganze Liste mit Boxenfunksprüchen. Es klappt sich zwar immer wieder ein, aber hier können wir mit unserer Box kommunizieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel L1 drücke und drücke hier, ihr seht, kann ich Boxenstopp anfragen. Ich kann verschiedene andere Sachen anfragen. Ich kann die Infos über den Fahrer vor mir, hinter mir einholen. Ich kann mir den aktuellen Platz einholen, in dem ich momentan stehe. Kann mir ansagen lassen, wer die ersten 5 Fahrer sind. Kann mir meine Zeiten ansagen lassen. Kann mir den Zustand des Fahrzeugs ansagen lassen. Kann auch sagen lassen, ob sich das Wetter ändert und so weiter. Also hier sehr, sehr cool gemacht. Und jetzt mal hier. So, wenn ich einen Konkurrenten habe in der Karriere, kann ich das auch anfragen, wo der momentan im Feld sich befindet. Und es ist sehr cool gemacht, muss ich wirklich sagen. Macht riesig, riesig Spaß, das Spiel. Und so zum Schluss ein kleines Fazit von mir. Für Leute, die sich wirklich die Racing Games gerne spielen, eine absolute Kaufempfehlung von mir. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es sind einige Neuerungen im Vergleich zu Formel 1 2015. Man hat den Karrieremodus wieder eingebaut, der so schmerzlich vermisst wurde. Und den hat man sehr, sehr gut umgesetzt. Es ist auch ein Safety Car mit dabei. Es ist ein Virtual Safety Car mit am Start. Also alles das, was es tatsächlich in der Formel 1 auch gibt. Realismus pur, das ist was mir sehr gut gefällt. Je realistischer die Spiele, desto mehr spiele ich sie eigentlich, weil ich da so ein kleines bisschen ein Realismus-Freak bin. Und das bietet Formel 1 2016 für mich auf alle Fälle. Und ich kann, wie gesagt, wenn einer
Gelegenheitsspieler oder auch gerne Karriere spielt über 10 Saisons hinweg. Ich kann eine Kaufempfehlung aussprechen. Ich selber werde mir das Game ebenfalls kaufen. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, da ich ja jetzt Anfang September einen neuen Rechner bekomme, ob ich mir das Ganze dann eventuell für den PC hole oder auf der PlayStation 4. Das müsste ich noch erwähnen. Aktuell spiele ich die PlayStation 4 Variante. Das Spiel gibt es natürlich auch für die Xbox One und natürlich auch für den PC. Und ja, so viel an dieser Stelle zu Formel 1 2016. Ich hoffe, der kleine Einblick bringt euch was. Wie gesagt, mehr ins Detail reingehen will ich nicht. Es wird auch kein Let's Play jetzt über das Spiel geben, zumindest nicht jetzt. Eventuell mache ich mal eins hier auf dem Konsolengrill-Kanal, wenn ich das Spiel dann fest gekauft habe. Und, was ist passiert? Bist du jetzt haben wir gleich noch die Karre geschrottet. Das passt ja fantastisch. Und hier sehen wir auch gleich, wie wir zurückspulen können. Dann habe ich euch das auch noch gezeigt. Und, ja. Wie gesagt, so viel von mir. Zum Formel 1 2016 als kleiner Einblick für euch. Wenn ihr noch was wissen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich gehe natürlich dann wieder gerne drauf ein und hoffe, ja, ich konnte euch ein bisschen die Kaufentscheidung vereinfachen und ja, wünsche euch viel Spaß mit Formel 1 2016, sofern ihr es spielt. Und wir sehen uns zu weiteren Projekten hier auf dem Kanal. Unter anderem läuft Uncharted 4, wenn ihr mal reinschauen wollt. Und es kommen sicherlich auch noch andere Projekte. In diesem Sinne, ich darf mich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Wünsche euch eine schöne Zeit. Haut rein, macht's gut, euer Kalle. Ciao, ciao.